Okay, auch auf die Gefahr hin, dass ich hier vor Hunger explodiere, schauen wir uns an von Holger. Deutschlands teuerster Dönerteller für 109 Euro im Menü. Also das muss ich noch kurz einmal wirklich sagen, das ist der beste Ayran meines Lebens. Und Ahmed, du kannst es auch bestätigen, ne? Das ist Ayran Deluxe, sein Vater. Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir sind hier heute beim teuersten Döner-Teller in Deutschland. Also ihr habt richtig gehört. Und wie ich das mal wieder erfahren habe, fragt nicht. Aber ich habe es erfahren. Das Ding, soweit ich weiß, 69 Euro kostet das Teil. Hier ist drin, das ist neu auf. In Hamburg sind wir. Mich würde natürlich freuen, für diese Recherche, für diesen Aufwand, den ich betreibe, um euch immer auf den neuesten Stand zu halten, die Dönergemeinschaft, die Essensgemeinschaft in Deutschland, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen oben knallen lasst, einen Kommentar da lasst, was ihr von diesem Video haltet. Und dann gehen wir direkt jetzt rein und ob das Ding auch mundet, ne? Ich sag erstmal nichts. Ich sag erstmal nichts. Ich bin auch schon angemeldet, ne? Also unten rechts stand gerade, dass das Ganze im Menü 109 Euro kostet. Also das Einzige, was ich mir hier wieder logisch erklären kann, wir haben uns schon mal in der Vergangenheit so ein Video angeguckt, dass das kein normales Dönerfleisch ist, sondern wieder so ein Steak-mäßig. Anders kann ich mir nicht erklären. Wir haben hier den guten Sören am Start. Hi, grüß dich. Sören, grüß dich, mein Lieber. Na, alles schön, gut? Dass du da bist. Alles ja, gut. Freut mich. Bei dir auch? Freut mich, ja, doch, doch. Sören, sag mal eben, den teuersten Dönerteller habt ihr hier, ne? Genau, der teuerste Dönerteller, der kommt im Menü. Es gibt einmal den Dönerteller an sich. Ja. Das mit Kalbsfleisch, Sucuk noch dazu. Und noch das Übliche, was zum Dönerteller dazugehört. Dann haben wir noch einen Ayran, leicht mit einem Goldrand oben drauf bei dem Glas. Und als Nachtisch gibt es dann eine Art Croissant mit etwas Eis dazu. Croissant? Genau. Okay, aber Eis darf ich nicht, bin in meinem zuckerfrei. Okay, alles klar. Aber Croissant würde ich nehmen. Das Croissant machen wir dir dann fertig. Okay, okay. Kann man denn sagen, beim Dönerteller, ist das wirklich so vom Feeling her, wie man Dönerteller kennt? Klar, es muss natürlich hochwertiger sein, in dem Sinne nicht. Aber hat das schon diese Vibes wirklich vom Dönerteller? Ich würde sagen, die Vibes kommen auf jeden Fall rüber. Aber man merkt auch, dass es doch ein bisschen ans Konzept angepasst ist, würde ich sagen. Noch mit einer leichten Goldverzierung drauf. Und wir haben auch noch relativ... Also ich sag ganz offen und ehrlich, ich esse wirklich auch gerne schick. Und ich glaube, viele von euch da draußen essen auch gerne schick. Und vielleicht auch mal ein bisschen teurer. Aber Digi, wozu brauche ich einen Goldrand an meinem Essensteller, in meinem Glas? Wofür? Unnötig. Viele Trüffel damit drin. Okay, Für die Leute, die Trüffel mögen, ist das natürlich dann geil. Ein Hammer. Aber gute Trüffel, nicht diese billig Trüffel aus das China. Das sind die ne? besten, die du bekommen kannst. Okay, geil. Okay, gut, dann werde ich mal erstmal mir den Laden hier angucken und dann gehen wir quasi direkt ans Werk, gucken wir erstmal hier, was passiert. Und dann müssen wir natürlich, wie der zubereitet wird, auch filmen. Genau, ne? Okay, da ist dann der Julian gleich der Ansprechpartner und der zeigt dir das. Ja, top, gleich. Machen wir so. Optimal, optimal. Ich bin gespannt, was man für 109 Euro bekommt. Die hast du selber anfertigen lassen, was habe ich eben gehört hier? Ist teuer so ein Ding, sag ich ehrlich. Wir sagen, wir haben einen guten Deal mit dir. Ja? Hast du ein Düsenjäger geblecht, sag ich ehrlich? Nicht. So was fragt man eigentlich gar nicht, ne? Ihr habt drei, also einer hat gerade geschrieben, die Location sieht super aus. Oh, und wen haben wir hier? Also? Hi, ich bin Julian. Der Brillenbruder, geil, Mann. Der hast du eben noch angezogen, eben hattest du ihn noch nicht. Ja, ich trage die immer, wenn ich komme. Ich kriege immer so ganz starke Schmerzen. Und mein Chef sagt immer, mit dem sehe ich besser aus. Sieht alles sehr elegant. Ist das hier so die Küche, die Zweitküche oder? Das ist meine Social Media Ecke. Mhm. Und hier mache ich im à la carte Bereich die ganzen kalten Vorspeisen. Mhm. Meine Social Media Ecke, oh Mann. Das hier, damit unsere Gäste auch sehen, was wir machen. Aha. Ich bin immer ein großer Fan davon, so Live-Cooking zu machen. Ja, ich finde es halt cool, mit Gästen zu quatschen. Das mache ich hier den ganzen Tag. Geil, und dann setzen sich hier welche auf die Hocker. Genau, das ist unser Chefstable. Ist ja aber nicht besucht. Also ich gehe mal davon aus, dass Holger dort ist, wenn die normalerweise nicht normal geöffnet haben. Sag nur du noch mal in deinen Worten, was erwartet uns jetzt beim Dönerteller hier? Also du kriegst von mir einen Dönerteller mit 24 Karat Blattgold, einem Sriracha-Schmand, einer Trüffelmayonnaise, Wintertrüffel, Kalbsfleisch und Sucuk. Einen asiatischen Rotkohl mit einem einfachen Gurken-Tomatensalat und Papadam als Rotersatz. Sucuk aber nicht selbst gemacht, also keine Special Sucuk, ne? Okay, sehr schön. Und das sagen sie immer alle von dem Lieferanten des Vertrauens, damit es sich hochwertiger und teurer anhört. Aber Blattgold auf Essen fühle ich gar nicht. Also kein Disrespekt, aber Blattgold auf Essen ist absolut unnötig, Digga. Und das sagt der...
Und der wirklich für so viel Quatsch Geld ausgibt. Ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Was hält uns auf? Ja, können wir direkt starten. Ah, da ist das Kalbfleisch. Okay. Wir achten schon sehr darauf, dass wir wirklich hier aus der Umgebung beziehen. Also lieber Holger, du weißt, ich lieb dich, aber das Video ist sehr schwer anzuschauen, weil der Typ beim Reden extrem leise ist. Mhm. Und wirklich nur Top-Ware an Tag. Okay. Das ist ja sogar wirklich dünn geschnitten, ne? Genau. Das ist interessant, weil ich wollte es am Anfang vom Video nicht sagen, aber ich habe befürchtet, dass jetzt einfach so ein Kalbsteak darauf kommt, was dementsprechend zum Schluss einfach, ja, ihr nennt es Döner-Teller, aber es einfach zu stark davon abweicht, um es wirklich Döner-Teller nennen zu können. Aber wenn das so ein dünnes Ding ist, das ist ja echt zu vergleichen, ja, ja, mit geschnittenem Fleisch vom Spieß. Also ich hab's, wir schneiden es mit der Hand. Du hast halt jetzt nicht durchgehend gleichmäßig dünne Streifen. Das wollen wir aber auch einfach nicht. Ja. Aus dem Grund, damit man auch sieht, dass es halt wirklich selber gemacht ist und nicht zugekauft worden ist. Mhm. Also das flasht mich jetzt, Leute. Ich habe wirklich Angst gehabt, ne, dass das so eine Steak-Geschichte wird. Ich kann euch jetzt noch nicht den Vergleich sagen vom, sag ich mal, Spieß und gegrillt im Vergleich zur Pfanne. Ob das irgendwie da rankommt, vielleicht sogar. Zumindest ist die Quali baba. Das kann man schon mal sagen. Also sieht in der Zubereitung und allem schon sehr lecker aus. Also ich muss sagen, ich finde das Feeling richtig geil. Ihr seht ja, ich sitze hier auf meinen Stühlen. Hier kann man ja auch ganz normal im Restaurant sitzen, holt sich einen Drink, isst dazu denn was, kriegt das hier frisch zubereitet. Julian schnackt noch mit einem hier. Also ich finde das Feeling echt mega. Das wird direkt mit Sucuk gemischt. Interessant, Mann. Interessant ist halt auch für mich, ich habe ja gerade den Döner-Teller-Test angefangen, den großen Döner-Teller-Test, und da kann man das gut jetzt einfließen lassen. Das Ziel jetzt, das wirklich kross anzubraten, das Kalbsfleisch, oder eher geschmeidig noch? Eher noch geschmeidig, einfach aus dem Grund, weil es Milchkalb ist, und wenn wir das richtig kross anbraten, dann verliert sofort den Geschmack und dann wird es ein bisschen bitter. Okay. Und das wollen wir nicht. Zitrone ist immer geil, Limone, Zitrone. Sagt ihr gerade nochmal, ob ich Trüffelfan bin. An und für sich schon. Also es ist, ich bin jetzt nicht so einer, der Karte guckt und unbedingt mit Trüffel, aber wenn meine Freundin sich das so bestellt, esse ich es gerne. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, Chat. Ich persönlich mag Trüffel. Trüffelpasta, Trüffelmayonnaise. Man sagt ja, entweder man mag Trüffel oder man mag es nicht. So ein Mittelding gibt es nicht. Nie probiert, nie gegessen. Ist halt sehr eigen, auf jeden Fall. Reichen essen? Nee, Digga. Also da muss ich dir sagen, André Köln, das ist Quatsch. Trüffel ist jetzt kein klassisches Reichenessen. Trüffel-Mayonnaise kriegst du bei jedem guten Burgerladen auch, ne? Das ist Quatsch mit Soße, Digga. Vielleicht war es mal so. Guten Trüffel gegessen. Ah, okay. Ich vergehe immer nur dieses Trüffelöl und so eine Scheiße, weißt du? Julian, erzähl doch vielleicht noch mal ein paar Sätze über unseren Trüffel, den wir da haben. Was ist das für Trüffel, ja, mein Lieber? Da. Darf ich den mal nehmen? Ja, Der kann schon was. Ja. Wie viel? Das heißt, wie viel wird das Ding kosten? Echt? Aber dann 1.600 € Kilopreis für den Trüffel. Damit ist das teurer als, keine Ahnung, Digga. Das ist schon krass. Kann ich einmal reinbeißen, ne? Von mir aus hau rein, ja. Beiß rein, aber ich glaube nicht, dass es dir schmecken wird. Der hat aber Aroma. Besser, Mann. Also, ich hab noch nie jemanden in Trüffel beißen sehen, sag ich dir ehrlich. Ich guck gerade an, als mich das erinnert. Das hat eine Note von bestimmten Käse, den ich kenne. Das schmeckt so ein bisschen wie ein Camembert-Käse. Bestimmte Camembert-Käse, ich schwöre euch, wirklich.
Und halt aber natürlich diese gewisse Pilznote noch mit drin. Schmeckt aber gut, Mann. Ist gut, ne? Mhm. So ein kleiner Snack, aber teurer Snack. Würdest du denn sagen, Sören, ist dieser Preis auch ein bisschen Marketing? So ein bisschen so dieses Döner-Teller und teuer und so? Also vielleicht ein bisschen schon, aber dafür, dass man auch ein gesamtes Menü bekommt mit so viel Trüffeln, mit ein bisschen Gold obendrauf, ist das schon irgendwo dann auch im Rahmen, sage ich mal so. Die Zutaten rechtfertigen den Preis auch, ne? Die rechtfertigen das dann schon, ja. Und du hast es geschafft, dass ich zu dir komme. Das heißt ja, du hast irgendwas schon mal richtig gemacht, ne? Gucken wir mal, ob das dann noch klappt. Den Rotkohl, den sieht Ahmed gerne, den mag Ahmed gerne. Also ich sage euch ehrlich, Rotkohl auch mies underrated, no cap. Rotkohl, extremst köstlich. Ein guter Rotkohl mit Kartoffeln, Digga, boah, macht meine Oma echt gerne. Rotkohl, absolut underrated, no cap. Asiatischer Rotkohl, mariniert mit Sesamöl, Sojasauce, Fischsoße, Austernsoße, Honig, Salz, Limettensaft, Minze und Reisessig. Wie lange hast du gebraucht, um dir die Kreation zu überlegen? Nicht lange. Echt nicht? 2,5 Stunden maximal. Hast du dich hingesetzt und gedacht, wie mache ich das? Und dann kam das bei raus. Ich koche einfach. Also wenn ich eine Idee habe, schreibe mir die Idee auf und ich koche es einfach. Ja, okay. Und wenn es cool ist, dann rezeptiere ich das. Geil. Auf den ersten Blick, das Einzige, was mich da an den Döner-Teller erinnert, ist das Kalbsfleisch obendrauf. Zu einem guten Döner-Teller gehört für mich immer, egal was, no cap, Reis oder Pommes. Das sehe ich jetzt beides nicht dort. Aber ansonsten, wenn wir mal den Preis außen vor lassen und dass es ein Döner-Teller sein soll, sieht es ziemlich lecker aus. Also für mich besonders auch sehr spannend, Leute, wie es in meinem Ranking halt rein. Weil das Auge ist mit. Donner, ne? Gerade das Döner-Ranking aufgemacht. Ich habe gerade ein Döner-Ranking gestartet. Mit Döner-Teller-Ranking. Ja. Gerade ein Döner. Der ist schon ein bisschen länger her, den habe ich 9,5 Punkte gegeben, aber ich habe gestern ein Video gedreht, da war das Top 8,5. Boah, das ist jetzt natürlich... Bin ich mal gespannt, wie viel wir heute rausgehen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Aber das ist schon High-End, ne? Das sind so die besten Läden überhaupt in Deutschland, die ich mir rausgesucht habe. Ne? Ja. Also diese Punktzahl zu erreichen, kann ich mir bei weitem nicht vorstellen, aber es wäre krank. Ich sag dir ehrlich, eine 7 wäre sehr gut. Für jetzt gerade einen Laden eröffnet, Döner-Teller gemacht. So, ne? Das ist ja noch relativ frisch, die ganze Rezeptur. Ja, das auch noch, genau. So, jetzt machen wir nochmal 24 Grad. Ja, das braucht wirklich kein Mensch, Digga. Nicht böse gemeint, no hate an den Laden oder so, aber Diggi, hau mir bloß ab mit dieser Blattgold-Scheiße, Digga. Braucht kein Mensch, hat nichts in der Essensindustrie zu suchen. Aber Diggi. Weiß nicht. Das sieht absolut fremd da drauf aus. So, und dann ist er fertig. Geil, dann gehen wir drüben essen, ne? Ich bin gespannt wie ein Bettlaken. Wirklich Döner-Teller-Vibes auch, muss ich sagen. Nicht nur wegen den Soßen, auch hier an der Seite das Fleisch dran. Gut, Döner-Teller hätte man jetzt erwartet, dass es halt ein bisschen krosser ist. Aber bei der Fleischquali kannst du das Fleisch ja nicht tot machen, so, ne? Es wäre auf jeden Fall schon ein wenig peinlich, egal ob der Laden neu eröffnet hat oder nicht, wenn man einen Döner-Teller für 109 Euro mit Blattgold oben drauf verkauft und jetzt ein Ranking von Holger bekommt, was... Also alles unter 8 wäre eine Lachnummer, sage ich ganz offen und ehrlich. Also den sehe ich, für den, was die sein wollen, muss mindestens eine 8,5 bis 9 sein. Mini-Portion, ich glaube, es sieht weniger aus, als am Ende ist, Digga. Ist ein großer Teller. Das war jetzt oben drauf Kresse, mehrere Kresse. Die ist so richtig schön scharf, ne? Das ist geil, Leute. Ihr beißt da rein. Ich dachte eben, was ist das? Und das ist diese Kresse, die im Nachhinein... Viele von euch vielleicht kennt ihr Kresse? Kresse auch mies underrated, Digga. Wenn du richtig scharf reinknallt. Ich muss euch sagen, ich habe mit nichts gerechnet. Ich wollte extra draußen nichts sagen, weil ich dachte, es wird irgendein random Stück Fleisch, was irgendwie fünfmal durchgeschnitten wird, ein Stück Kalbsfleisch draufgelegt, Döner-Teller genannt. Aber das kann was. Mit
Trüffel ist auch ganz mies. Ich rede ja keine Scheiße, ne? Geht ihr hier hin einfach und fragt, ob ihr ein Stück Trüffel haben könnt und reinbeißen könnt. Der schmeckt wirklich wie ein Camembert. Das Ding ist, wenn ihr nicht gleich reinbeißt und das hier drauf habt, habt ihr, ich möchte jetzt nicht sagen Käsefeeling, aber das, was ich darunter verstehe, ihr habt halt dieses Trüffelfeeling, aber ganz dezent halt. Und das schwingt, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass dieser Trüffel ist und einer wie ich bist, der nie richtigen Trüffel gegessen hat, hättest du keinen Plan, was das ist. Aber es schmeckt einfach mega heftig zu dem Fleisch. Absolut kein Vergleich zu irgendeinem Döner-Teller, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Klar ist es jetzt das Fleisch immer noch ein ganz klein bisschen dicker, aber es kommt Döner-Teller weit rüber. Aber man muss alle fünf gerade sein lassen. Es ist natürlich noch ein bisschen anders. Es ist nicht jetzt klassischen Döner-Teller in dem Sinne, aber es kommen Vibes rüber. Ich bin noch nicht mal zu Sucuk gekommen. Die Frage ist halt, und da bin ich echt mal gespannt, wie Holger sich auch in der Bewertung einfließen lässt, ob er wirklich nur rein bewertet, ob es ein Döner, also wie der Döner-Teller ist, oder ob er im Hinterkopf halt hat, okay, das Ding kostet noch 109 Euro und was kriege ich für meine 109 Euro? Schwer. Guck mal die Kombi mit dem Fleischwagen. Das ist heftig. Hat eine schöne Schärfe noch drin. Edelschärfe, nicht zu doll. Vielleicht hole ich mal Sören dann nochmal zu. Sören! So, ich habe hier noch ein Aira-Martini. Mmh, danke schön. Mit Salz und ohne Salz probiert. Ihr habt das schon mal gesagt, ne? Ich wäre gerne, Digga, der Typ, also auch mit meinen Wurzeln, halb Türke und so. Aira, Digga, habe ich nie für mich hinbekommen, dass es mir schmeckt, Digga. Nie. Ich muss euch erstmal sagen, als ich draußen stand und mit schlechten Erwartungen hier rein, weil ich dachte, es kann nichts werden, so, weil es auch nicht vom Spieß abgeht. Die beiden sind ziemlich aufgeregt. Gerade rechts, ich glaube, das ist der Chef. Ich glaube, der ist sehr aufgeregt. Man merkt das an. Weil natürlich hängt auch viel von ihm ab. Er hat den Laden gerade neu gemacht. Vielleicht kennt er auch Holger, sieht seine Videos, haben 100, 200.000 Views. Hängt viel von ihm auch ab. Für ihn auch davon ab, ne? Geschnitten ist. Aber ihr habt mich so überrascht mit dem Geschmack. Also ich finde diese Kombi, was mich flasht am meisten, ist am Anfang, so der erste Eindruck ist ja auch immer wichtig. Ich sage immer, das ist wie ein Kennenlernen mit einer Person, Frau, Mann. Ich bin so stolz auf Holger, ich sage euch ehrlich. Wie die Jungs da um ihn herumstehen und wirklich sein Urteil für die voll wichtig ist. Ich habe richtig das Gefühl, ich gucke gerade so, ach, der Restauranttester oder die Kochprofis oder so, Digga. Holger hat sich sowas Geiles aufgebaut und ich mache wirklich ein Dua heute Abend für ihn, dass er irgendwann, Digga, auch eine richtig dicke eigene Kochshow bekommt, Fernsehshow oder sowas, Digga. Er macht das so geil, Digga. Er hasselt seit Jahren jetzt so krass rein. Es ist einfach schön zu sehen, Digga. Und das einfach, muss man fairerweise sagen, auch, also das ist erstanden aus einem Tropfen, zumindest aus meinem Sperma. Wie auch immer, beiß rein, diese Kresse, dieser dezente Trüffel, den du aber merkst wirklich, das ist der erste Trüffel, den ich merke, match 100%, dann habt ihr, ich nenne es jetzt mal orientalische Gewürze. Kann es gar nicht genau deuten. Wie habt ihr es genannt? Das ist nur orientalische Gewürze. Chat, ich habe Holger kennengelernt, beziehungsweise ich kenne Holger schon ganz lange, aber wir hatten wieder eine intensive Freundschaft in einer Phase, wo der Typ nicht mal ein Handy hatte. Also ein Handy mit Apps drauf. Kein WhatsApp, gar nichts. Der hat SMS geschrieben. Der war komplett strikt dagegen. Und jetzt hat er einen eigenen YouTube-Kanal und macht bessere Essensvideos als 99,9% der Leute, die im Fernsehen ihre eigenen Shows haben. Genau, ganz ausgewogen. Du weißt gar nicht, was es ist, aber es ist irgendwie besonders, dass du es nicht kennst. Fleisch, Butter, zart, also er haut mich weg damit, ehrlich. Hat er mich abgeholt? Er hat mich echt damit wirklich sehr abgeholt. Also ich werde jetzt noch weiter snacken, weil den Eiern gleich denkst und dann werde ich überlegen müssen, was für eine Punktzahl ich gebe. Da bin ich mal gespannt. Ja. Lass ihn dir erstmal noch schmecken. Dankeschön. Also Sucuk auch, dann solltet ihr jetzt meinen, oh, das wertet das ein bisschen ab, weil er alles so hochwertig ist. Gut, ich kenne die Sucuk-Qualität nicht, aber man rechnet jetzt erstmal mit einer gewöhnlichen Sucuk. Aber das geht so geschmeidig in den Geschmack über, dass du es gar nicht merkst, das ist nicht diese penetrante Sucuk. Wie wenn du jetzt, sag ich mal, auf doof zu die Döner gehst und da holst du einen Bommeldöner und dann knallt dir die Sucuk weg. Überhaupt nicht. Also sehr dezent. Ganz andere Essig, als man ihn kennt. Da kommt wirklich dieses Asiatische jetzt auch rein. Sehr vielseitiger, heftiger Teller, sag ich euch, Leute. Hammer. Schmeckt ein bisschen wie auch Reiskräcker. Oh, das macht mir richtig. Das ist was anderes. Ganz klassisch, sag ich mal, ein frisch gebackenes Brot hätte ich noch bevorzugt, aber das ist auch special so, ne? Also da kann ich jetzt nichts Negatives abgewinnen. Ich hätte einfach trotzdem ein Stück Brot, das hast du auch geil gefunden. Das ist ein Teller, ich könnte mich jetzt 10 Minuten weiter hinsetzen und euch 10 Minuten von dem Teller erzählen, was ich gerade erlebe. Ich muss irgendwo einen Weg finden, dass das Video nicht 20 Minuten geht. Was halt auch schön ist, ihr habt irgendwie zwei Welten, die aufeinandertreffen. Dieses Asiatische und aber auch dieses Orientalische. Und ihr unten halt mit diesem... Also ich habe Holger selten so schwärmen und genießen sehen von so einem Teller oder von Essen an für sich. Und Holger hat schon viel, viel, viel gegessen, Digga. Aber meine persönliche Vermutung gerade ist, dass das vielleicht nicht ein hohes Rating als Döner-Teller als solches. Aber Essensqualität, Geschmackserfahrung, glaube ich, ist das gerade ganz großes Kino, was da für Holger passiert. Diesen Reisessig und so. Er hatte dieses Sucuk, die wiederum irgendwo doch diesen ganz leichten Fastfood-Charakter reingibt, aber wirklich nur dezent und edel. Der Trüffel.
Papastam. Ich gehe mal einfach mal ein Experiment ein. Ist Holles Meinung real oder gekauft? Also, guck mal, ich will dir mal eine Sache sagen, Digga. Holger lebt davon, ehrliche Bewertungen für Gastronomie und Restaurants und ähnliches abzugeben. Wenn da einmal rauskommen würde, dass Holger eine Bewertung sich hat kaufen lassen, kannst du seinen ganzen Kanal in die Tonne hauen. Also Digi. Nee, ist auch in Ordnung. Ist ja eine Frage. Also ist eine normale Frage. Aber Holger würde sich niemals seine Meinung kaufen lassen, Digga. Never ever. Muss eigentlich, ne? Mal auf Papas Damm lege ich hier nochmal ein bisschen Fleisch und Gemüse. €69 ist natürlich happig, aber ich schwöre euch, würde ich zahlen. Wirklich einfach komplett special, wenn wir mal was ganz anderes haben. Safe gekauft, wie meinst du, wie er eingeladen wird? Gut, okay. Einsamer Werwolf, für dich wird es hier ganz einsam. Bann. Tschüss. Man will satt werden. Du kannst auch in ein Sterne-Restaurant gehen und zahlst €120. Und wenn du Pech hast, wirst du nicht satt. Das hier, du hast halt einfach was komplett Hochwertiges und du weißt, was du hast. Du hast gute Ware, du hast wirklich Kalbfleisch, du siehst es. Jetzt haben wir ein Ei ran. Boah, wie habt ihr das gemacht? Hast du da noch Sahne dazu gemacht? Du hast Sahne dazu gemacht, sei ganz ehrlich. Wirklich? Würdest du auf deine Mutter schwören, dass du da keine Sahne reingemacht hast? Würdest du nicht, ne? Holger ist so Digga. Ich sag's dir so, das ist so ein Steck Scheiße. Dann holt er den Jungen, also wirklich, Digga. Er würde nicht, gucken, er würde nicht. Bisschen Süße drin, aber passt, heftig. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich müsste mich jetzt entscheiden, was heftiger, also wenn ich jetzt rein Bewertung gehen würde, was heftiger ist. Aber der hier ist auch echt sehr krank, Mann. Musst du mal probieren, Ahmed, ehrlich. Schmeckt heftig, ne? Wie viel wird denn der Döner-Teller insgesamt im Menü kosten? 109. Okay, krass, Leute. 109 €. Also ich sag euch ganz ehrlich, das ist erstaunlich. Wir reden hier immer noch über 109 €. Das sind 218 D-Mark. Da kann ich mit, sagen wir mal, bei meinem Lieblingsitaliener Mariso mit 3 Mann wirklich ausführlich dick essen mit Getränk. Jetzt gerade, wo ich das hier sehe, fühlt sich irgendwie an, als wenn ich es fast geschenkt bekomme für diesen Preis. Oh, ihr hättet hier nur ein Baklava noch zugekriegt, aber ich nasche im Moment gerade nicht. Also, ich übernehme das für dich. Ich habe mir jetzt noch einen Ayran bestellt. Also das muss ich noch kurz einmal wirklich sagen. Das ist der beste Ayran meines Lebens. Und Ahmed, du kannst es auch bestätigen, ne? Das ist Ayran, du nimmst dein Vater. Es ist süßlich, aber es hat trotzdem die Salznote. Ja. Ich weiß nicht, wie die es machen. Das ist ganz krank. Mit dieser Sahnigkeit drin, wo ich ihn hops genommen habe. Heftig, Leute. Ich muss noch jetzt einmal in mich gehen. Also da muss ich wirklich mich einmal. Aber wenn wir ganz offen und ehrlich sind, ein Normalsterblicher kann sich kein Döner-Teller für 109 € leisten. Das ist einfach ein Haufen Geld, Digga. Mal abschotten von der Außenwelt und einmal über meine Bewertung überlegen, was ich mit der Bewertung jetzt mache. Nochmal Papas Damm einmal kurz in den Mund nehmen. Also Hans Kebab verkauft ja auch bekanntlich den teuersten Döner Deutschlands mit dem Wagyu Beef. Ich finde, da verfehlt es den Döner-Touch. Hier haben wir wirklich Döner-Feeling bei. Ja, das Video hatten wir, glaube ich, gesehen, wo sie gesagt haben, sie verkaufen den teuersten Döner-Teller, aber am Ende war es überhaupt gar kein Döner-Teller. Trotzdem so hochwertig, geile Fusionsküche. Also Lieben, die Bewertung für euch. Du hast es schön eben gesagt, man hat... Kennst du seinen Kameramann? Ahmed kenne ich ja, ein ganz netter. Irgendwie diesen Sterne-Einfluss, aber trotzdem das Essen von der Straße. Diesen Döner-Teller, du hast die Döner-Vibes drin. Ich würde wirklich jetzt, Leute, noch mir 5 Minuten Zeit nehmen und noch mehr auf die Geschmäcker bei dem Essen eingehen, aber das wäre dann zu viel für dieses Video. Aber das hat mich überwältigt vom Geschmack. Wenn man einen Kritikpunkt äußern dürfte, wäre es, dass nicht diese 100% Döner-Teller-Vibes drin sind. Wenn man jetzt nach einem Döner-Teller-Ranking geht, ne? Du würdest keine Kritik an den Ding finden, außer man sagt, ich bewerte jetzt einen Döner-Teller. Dann könnte man sagen... Genau, richtig. Das ist das, was ich eben am Anfang auch meinte. Ich glaube, Holger tut sich schwer, dem Döner-Teller jetzt das Rating zu geben, weil es eigentlich nicht der klassische Döner-Teller ist. Okay, der hat jetzt 30% Döner-Teller-Vibes, der Rest fehlt. Das ist doch der einzige Grund, warum ihr nur 9 von 10 Punkten von mir kriegt. Was sehr heftig ist, Leute. 9 von 10 ist brutal heftig, hat es aber verdient. Jeder, der den isst, wird überwältigt hier rausgehen. Aber es fehlen halt noch diese zusätzlichen Döner-Vibes, um zu sagen, okay, der ist gerechtfertigt jetzt irgendwie Platz 1 im Döner-Ranking oder so, ne? Ich sag's euch, also, das ist, mir fehlen die Worte, ich scheiß euch, ich mach das einfach. So, okay. Ah, geil, danke dir auch, Mann. Gerne. Danke dir auch. Ja, dir sage ich auch einfach mal Dankeschön. Ja, danke, Leute, auch fürs Zuschauen. Ne? Denkt dran. Also ich glaube, Holger hätte dem Ding, wenn es wirklich ein klassischer Döner-Teller gewesen wäre, hätte der auf Platz 1 gemacht. Ich rufe Holger an. Er geht sowieso nicht ran. Das ist so bei uns. Ich rufe ihn an, er geht nicht ran. Er ruft mich an, ich gehe nicht ran. Und das machen wir dann so 4-5 Mal und dann erreichen wir uns. Jo, Monty. Jo, ich bin live, die Leute hören dich. Na, die. War eine ganz kurze Frage. Ja. Wer ist denn da so laut im Hintergrund? Das ist mein Sohnemann.
Dann sag dir mal kurz, ne? Musst du, ja. Er zieht dir ein Ding nicht, weil. Er zieht mir ein Ding? Ja, du kannst nichts machen. Nein, ey, Spaß beiseite, Digga. Ich guck mir gerade dein Video an, der teuerste Döner-Teller für 109 Euro. Kann der mal ruhig sein im Hintergrund, Digga? Da musst du jetzt auch mal eine Ansage und Theaterrolle mal machen, Digga. Ja, ich weiß, Digga, ich mach nur Spaß. Ich habe mir das Video angeguckt und der ist ja kein klassischer Döner-Teller. Ja. Aber theoretisch gesehen eigentlich vom hätte er den ersten Platz gemacht, oder? Nee, tatsächlich nicht ganz. Ich muss auch da bei dem eine Sache eingestehen, so man muss auch kritikfähig sein, das haben die Zuschauer bemängelt bei dem Video. Ich habe ja auch gesagt, so 30% Döner-Vibe, 40% Döner-Vibe hat er hingekriegt, aber halt nicht die 100 und dementsprechend würde ich ihn tatsächlich sogar aus dem Döner-Ranking rausnehmen. Aber so vom Gericht her, wenn es nicht im Döner-Ranking wäre, hätte er noch besser performt. So, ne? Ja, okay, so meine ich. Also du hättest ihm theoretisch gesehen noch ein höheres Rating gegeben, wenn es nicht unbedingt ums Döner-Ranking gegangen wäre, ne? Auf jeden, weil das war einfach perfekt. Und gerade wer Sucuk mag, wer Döner-Teller mag, das ist einfach eine kranke Kombi auf der Ayran dazu, war richtig heftig. Ja, ich hab dich selten so sprachlos gesehen bei einem Gericht. Ich glaube, das letzte Mal habe ich dich gesehen, als du unten wie heißt denn das Ding nochmal? In dem Hotel unten, wie heißt denn der Laden nochmal? Im Adlon. Im Adlon, genau. Da warst du auch schwer beeindruckt, Digga. Ach so, nee, ja, nein, das verwechseln wir jetzt dann. Der Adlon, der war nicht so geil, der Döner. Das war, nee, nicht der Döner. Nein, ich meine nicht den Döner. Ich meine Buxtehude, das Hotel unten. Ja, doch, das war krass. Das war wie hieß denn das nochmal? Was machst du? Räumst du nebenbei Regale ein oder was machst du? Nee, er liebt es immer, wenn er hier auf den Tisch steigt und dann lehnt er sich so gegen den Fensterscheibe, ich kletter auf den Tisch und räumt alles auseinander. Gib mal Mika, den kleinen Hund. Mika, geh mal hier, ich spreche mal hier mit Onkel Marcel. Ey, Mika, das geht so nicht. Ich bin hier am Arbeiten, du kannst doch nicht zerstören, Junge. Aus! Aus, Mika! Aus! Ja, ich hab's gehört, ja. Wenn der wüsste, was der mal für einen kleinen Schwanz bekommt, wenn er groß ist, Digga. Okay, ey, Olli, Digga, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Gutes Video gewesen, hab mich richtig stolz gemacht, Digga. Danke und euch allen viel Spaß. Jalla, ciao, ciao. Wir machen immer so, Digga, ihr wisst ja, das ist ein langjähriger Homie. Und wir machen immer Spaß, ne?